Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass die Medien und die Altparteien, überhaupt alle Linken, versuchen, systematisch Streit in die AfD zu tragen, um den Verbund zu lösen und möglichst kleine Gruppen zu erzeugen. Das ist mir jüngst bei der Mandic-SWR-Geschichte aufgefallen. Ich habe das Video gesehen mit Mandic und mir hat seine Rede gefallen. Meuthen hat dann im vorauseilenden Gehorsam gesagt, ja, das wäre ja gruselig und so weiter und so fort. Und ich fand die Rede nicht gruselig. Und klar hat er natürlich Interpretationsspielraum gelassen, den man negativ auslegen kann. Und Meuthen hat das erkannt. Und natürlich gewusst, jetzt sagen die Pogrom, und das kam ja auch so. Aber man darf nicht aus den Augen verlieren, dass das ein System hat, dass die es aus dem Zusammenhang reißen. Wenn man die Rede im Kontext hört, dann habe ich nicht das Empfinden gehabt, dass hier Neonazis hier wild um sich schreien und irgendwas in der Art. Das ist nicht richtig. Das ist ein Fehleindruck. Und Meuthen im vorauseilenden Gehorsam stützt diesen Frame, diesen sozusagen erledigt den Job für die Medien. Und auch ein Benutzer bei mir hat unter den Videos geschrieben, hat Mandic auf das Schlimmste beleidigt. Irgendwas mit ich möchte es gar nicht wiederholen. Und wir müssen daran denken, dass wir eigentlich doch alle zusammenhalten müssen gegen die Medien und gegen diese Linken. Und sie haben jetzt genau ihr Ziel erreicht, dass jetzt wir aufeinander losgehen. Was haben wir gehabt? Wir haben eine Rede gehabt, da wurde ein bisschen gepoltert, aber das ist normal auf Demos. Und das ist auch, da kann man keine vollkommen sachliche Rede halten. Und es ist auch sonst nirgendwo der Standard. Dieser Standard wird immer nur auf die AfD angewendet und bei den anderen gar nicht. Und dieses Spiel, natürlich muss man sich korrekt ausdrücken und es wäre besser gewesen, hätte da gar keinen Spielraum gelassen. Aber so schlecht, wie jetzt die Rede dargestellt wird von Meuthen, so schlecht war sie nicht. Das war eine gute Rede. Ich fand das eine gute Rede, die ich gern gehört habe. Und aus dem Kontext geht nicht hervor, dass sie jetzt hier, wie gesagt, hier Gewalt anwenden wollen. Für mich jedenfalls, als ich die Rede gehört habe. Und diesen Frame muss man dann auch setzen. Also muss Meuthen setzen, sich hinter Mandic stellen und sagen, die Form war vielleicht nicht perfekt, aber inhaltlich stehen wir dahinter. Und das hat ja System. Bei Gauland mit dem Vogelschiss-Zitat, alle Journalisten haben gewusst, das ist aus dem Kontext gerissen, weil sie haben ja natürlich die ganze Rede gekannt und haben die Rede durchforstet nach irgendwas, was sie dann negativ gegen Gauland auslegen können. Und dann kamen sie mit dem Vogelschiss und da wollen sie die Leute gegeneinander ausspielen. Und ich denke, dass es auch erheblichen Einfluss darauf hatte, dass Lucke und Petri aus der Partei gegangen sind. Lucke und Petri haben den Fehler gemacht, dass sie es den Medien recht machen wollten. Und haben sich dann von den Medien vergiften lassen und haben dann die Sachen, die die anderen gemacht haben, zu negativ interpretiert. Also negativ interpretiert, als sie waren. Die Sachen waren vielleicht nicht alle perfekt, aber sie waren auf keinen Fall so negativ, wie die Medien es dargestellt haben. Und da wäre schon fast, wenn jetzt die Lucke-Partei oder die blaue Partei dann stark geworden wäre, dann wäre sozusagen Streit zwischen diesen beiden Parteien, hätten sie genau ihr Ziel erreicht. Ich finde es jetzt gut, dass jetzt nur die AfD übrig geblieben ist und die beiden anderen Parteien verschwunden sind, weil wir brauchen eine Partei. Aber es sollte, meiner Meinung nach, sollte man Lucke, Petri und diesen ganzen Leuten, man sollte alles daran setzen, diese Leute wieder in die AfD zurückzuholen. Natürlich sind da Verletzungen passiert und kein Mensch ist perfekt und Lucke und Petri haben Fehler gemacht, große Fehler, aber andere haben auch Fehler gemacht. Höckeout hat mit seiner 180 Grad, das war auch nicht perfekt, obwohl er es nicht so gemeint hat, wie es ihm ausgelegt wird.
Viele sind einfach zu dumm, um Höcke zu verstehen. Also Höcke ist jemand, der was auf dem Kasten hat. Und das mit den 180 Grad war anders gemeint. Ganz bestimmt anders gemeint, als dass man jetzt die Nazis glorifizieren will. Aber da haben viele nicht die intellektuelle Fähigkeit, das nachzuvollziehen, behaupte ich jetzt mal ein bisschen überheblich. Aber Höcke ist auf jeden Fall ein kluger Kopf und ich halte ihn nicht für einen Nazi. Und Gauland hatte, finde ich, da immer einen guten Kompass. Deswegen, ja, also Gauland hat auch erkannt, dass Höcke kein Nazi ist. Gauland hatte einen guten Kompass und hat sich dann hinter die Leute gestellt und das fehlt mir bei Meuthen ein bisschen. Aber wie auch immer, haben der Flügel und diese Leute, die haben auch Fehler gemacht. Wir machen alle Fehler und wir müssen sehen, wir müssen zusammenhalten. Der Gegner sind die Medien, die so wirklich so schrecklich böse sind. Und da müssen wir zusammenhalten. Und meiner Meinung nach sollte man Petri und Lucke Brücken bauen und diese Leute alle unbedingt probieren zurückzuholen. Und dann nicht irgendwie hämisch sein und sagen, ja, ihr mit euren Parteien hat nicht geklappt, ihr seid ja auch so doof und geschieht euch recht. Sondern jetzt müssen wir sie zurückholen und wir brauchen jede Stimme. Die AfD muss über 20-25% bekommen, weil es natürlich klar, der Verfassungsschutz wird jetzt kommen, wird die AfD als Verdachtsfall irgendwie einstufen. Das kommt ganz sicher, dann kommt vielleicht irgendein Prozess. Und dann mit dem Verdachtsfall, dann wollen sie die YouTube-Reden sperren, dann darf man die AfD nicht mehr auf YouTube angucken und so. Das ist doch klar, dass sie das alles planen. Das heißt, wir haben nur ein begrenztes Zeitfenster. Die AfD muss bei den nächsten Wahlen wirklich gigantisch gut abschneiden und da müssen ganz viele Prozente dazukommen. Mit 15%, das wird der AfD nicht zum Überleben reichen und das bekommen dann vor allen Dingen die Leute an der Basis zu spüren. Nicht die Abgeordneten, sondern die kleinen Leute an der Basis, die werden dann aus ihren Berufen gedrängt und das wird dann auch irgendwann das Ende für die AfD sein. Also entweder die AfD bekommt 25% oder es ist vorbei. Auf lange Sicht. Also das, ich denke, ist relativ sicher. Das ist doch so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die AfD vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. Und das ist völlig egal, was die AfD da... Die suchen sich immer was raus. Das ist natürlich richtig von Meuthen, dass das denen möglichst schwer macht. Man soll sich korrekt verhalten, man soll sich immer korrekt verhalten. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das wird kommen. Da muss man sich nichts vormachen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.